Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen wieder zurück zum LS17 Force Projekt hier auf Pacific Login oder Pacific Force, whatever. Zusammen mit den Tino, den Freezy und den Werner. Hi Leute. Hallo. Ein, was muss ich ganz kurz anmerken hier, bevor du deine krasse Story weiter erzählst. Hier wäre es wirklich vom Vorteil, wenn wir eine Stumpffräse hätten. Baumstumpffräse, ja. Schon das ist mein Job. Richtig. Und da wir einen haben, also ich hasse ja Baumstümpfe zu fräsen, aber da wir einen haben, der das gerne macht, ist es natürlich wirklich vom Vorteil, wenn wir eine hätten. Bin dabei. Okay, so. Kann ich aber im nächsten Mal abholen, wenn wir einen Hänger bekommen. Richtig. Ah, ich werde mal so ein bisschen dieses schon umgefallene Holz schneiden. Das ist so geil, ey. Ohne Mist. Das ist wohl wahr. Ich find's echt klasse. Maßband war nochmal. Alt, welche Maßtaste? Genau. Geht? Ja, geht. Jawohl, brauchen wir ja gerade nicht. Wir beladen ja die Rungen nicht. Von daher einfach mit dem Schnitt und gut. So, Story Randy, erzähl weiter. Naja, auf jeden Fall, nachdem wir das Ganze dann gemacht haben, ich hab da halt meine netten Sätze da eingesprochen. Hatte. Was hast du denn eingesprochen? Darf man das sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Genau, Wörter weiß ich nicht. In Frame, gesagt, kannst du mir ein Bild von deinem Boobies schicken? Ich hab nur kurz bei WhatsApp hab ich halt das Bild gesehen. War eigentlich, ja, recht nett. Ja, ich hab da gesagt, ja, Kollege hat halt gesagt, ne, grüßen, dann grüß dich mal zurück, irgendwie sowas. Halt in der Art. Was ich aber auf jeden Fall gemerkt habe, ich hab mich schon gewundert, warum ist das so schwer? Was? Das war wirklich voll. Das Essen. Also da war eine Portion drin. Was? Sonst nie. Sie hat eine Special-Portion gemacht? Ja. Wow. Da habe ich auch gedacht, da hätte ich mir nur eh was bestellen müssen, wäre Schluss hat geworden. Ja, da hab ich heute wenigstens noch Mittag gehabt. Aber... Krass. Das ist... Aber das ist geil. Das ist mega geil. Das ist geil. Da weißt du halt, wo du jetzt auch immer bestellst, ne? Das ist ja, mal klar. Ich ja schon seit Jahren. Krass. Das heißt, sie wird wahrscheinlich auch die Folge gucken, ne? Weiß man nicht, ne? Guckt, ja, das kann ja sein, dass sie jetzt... Aber wenn sie... Aber mach doch ein extra Video für sie. Oh ja, mach mal. Vielleicht lernst du sie kennen. Und ihr trefft euch dann. Und dann hat Randy eine Freundin, Alter. Das, das wäre scheiße. Alter, das ist das... Warum wäre das scheiße, Freezy? Kann ich dir sagen. Kannst du sagen, warum? Ja. Jetzt kommt's. Ich weiß nicht genau, was er sagt. Ja, weil er hat ja nicht mehr so viel Zeit für dich hier, oder? Genau. Nächste Woche ist wieder Livestream. Leider ist es so, es gibt welche, die haben das verstanden. So, ne? Freundinnen und alles, alles cool und so weiter. Im Prinzip gönnt man ja jedem das Glück. Und dann gibt's welche, die vergessen alle Menschen um sich rum, sobald eine Frau in der Nähe ist. Weißt du, sobald sie so ein bisschen was riechen. Haben wir auch schon Kollegen, YouTube-Kollegen, kennt man da auch, kenn ich auch einen, zwei. Die, bei denen ist das ganz schlimm. Und die sind dann halt einfach mal wieder ein paar Wochen verschwunden, weißt du? Ja. Und das ist halt sehr schade, finde ich. Genau. Und aber darum, gönnen würde ich Randy auf jeden Fall, klar. Ja, klar, gönnen auf jeden Fall, aber er muss bei uns bleiben. Nein, ich aber... Ich hab keinen CD-Spieler mehr. Aber er spielt gar nicht mehr mit mir. Hat nur 2-3 Runden gespielt, dann war schon wieder Ende. Ja, gut. Ja, ich muss es ja neu installieren, die Scheiße. Warum? Gebannt? Ja, nee. Das war was anderes. Beim Zurücksetzen halt, ne? Bleibt ja nicht da, haben wir nur die Remaster drunter geladen. Ach so. Ey. Alter! I'm sorry! Das war jetzt eine Kettenreaktion. Oh! Das war hier eben den Stand. Dann stelle ich mich halt an, Mann. Ja, mein Gott. Sinnlos! Geht aber auch nicht rein, das Kackding, ne? 5200 hat die Fuhre gebracht. Hast du schon eine Stufe weggeschafft gerade? Ja, gerade eben. Also hat die Baumstimmfräse gerade. Wie viel hat's gebracht? 5272. Okay, das ist gar nicht, ist der Preis gar nicht so. Ich bin ja auch schwer. Ja. Ist okay. Ist auch richtig. So, zeig mal dem Werner mal kurz, wie es geht. Oh mein Gott. So, mein Baumstamm geht ja da schön gemütlich rein. Das funktioniert alles super. Ich hol mal noch einen, während der Werner hier mit dem ersten noch rumhantiert. Ist das aus der ersten Folge? Ist das der Montagsfolge der noch? Ja, das ist der. Der
fällt mir verschreckt der Baumstamm weg hier, ey. Crazy, kann zurückbleiben. Oh Mann. Ja. Aber Randy, dann. Wie soll ich sagen? Ich bin nicht bereit dafür. Du musst es. Randy, das Problem ist, wenn du das jetzt verkackst, ne, dann hast du nur mal versaltenes Essen. Oh. Ja. Oh, Randy. Ja? Die will Amore, Junge, meinst du, die will einfach hier, die schickt dir eine. Meinst du, die packt eine Frau, die dir schon mehr Essen reinpackt, die dich bevorzugt, die eine Sprachnachricht von dir will, die will Amore. Da musst du schnell sein, da musst du am Ball bleiben. Das ist richtig. Da musst du schnell. Ich hab die Sprachnachricht gemacht, danach hab ich gegessen. Man muss Prioritäten setzen, da hat er schon recht, ja. Oh lol. Randy ist einfach ein Knaller, ey. Einfach geil. So, also nix Amore. Ach Mann, ey. Schön, Amore. Lass mal kennenlernen. Randy Randy ist ein Anspruchsvoller. Da ist nicht beim ersten Date knutschen. Kannst du vergessen. Randy will erobert werden. Ein Spinner, Junge. Was denn? Ich find's ja gut. Die Freundinnen? Ist ja genauso wie die letzte Zuse, die mir auf Facebook die Nachricht geschrieben hat, Alter. Ja gut, so, aber die war ja, das war ja grottendämlich. Also die war ja echt RTL 2. Aber wie gesagt, langsam angehen lassen ist ja nicht verkehrt. Schick ihr doch einen kleinen Schoko-Weihnachts. Bestell doch kurz vor Nikolaus, einen Tag vor Nikolaus oder an Nikolaus und dann lässt du ihr einen so einen kleinen Schoko-Nikolaus, gibst du dem Lieferanten mit und sagst, hier ist für sie. Kommt von Herzen. Wow, wenn man über einen Dritten kommunizieren muss, ist halt schon ein bisschen strange. Ne? Aber ich finde das irgendwie romantisch. Was? Ja klar, das ist so eine Liebesstory, die sich aufbaut. Wer schneidet denn? Wer hat das denn schon? Aber meine Frage, wer schneidet denn die Dinger hier so klein? Ja, ich, damit ich die mit der Hand draufkriege, weil wir nur einen... Willst du nicht lieber mal mit der Baumstumpffräse was Sinnvolles machen? Oh ja, bitte, ist sie denn schon hier? Natürlich. Ja, klar. Wo ist mein Deutsch? Ja. Alter, heute ist nicht mein Tag. Was ist los, Werner? Ey, guck dir das mal an hier. Das kannst du niemandem erzählen. Warte, was denn da? Wo denn? Werner? Ach so. Ja. Was versuchst du denn da zu bauen? Baumhaus. Baumhaus. Warum haben wir nicht den IT-Übernommen mit den anderen Rung? Das weiß ich auch nicht. Ich habe nur das eine gefunden. Doch, wir hatten auf alle Fälle mal reingenommen. Extra dafür. Ne, reingenommen hat man noch nicht, oder? Hatten wir den tatsächlich schon reingenommen? Als gar nicht im Shop suchen, also ich habe nur den gefunden. Oder war der unter Frost? Moment mal. Achso, die Bäume fallen scheiße. Schutzcontainer. Komisch, den müssen wir noch mit reinnehmen. Ja, müssen wir noch machen, aber ist ja kein Thema. Nein, nein. Alter, sind die Bäume geil. Es sind echt einfach richtig geile Bäume dabei. Ne? Ich gehe normalerweise nicht so ab auf Bäume, aber die sind echt geil. Schon mein Holz. Ist schon mein Holz. Ja, auch so ein richtiges Sackganglied in letzter Zeit. Oh, ganz, ganz, ganz schlimm. Aber man merkt halt wieder, wie sie bekloppt ist, die da am Erfolg. Ja, es ist halt gerade mal so ein bisschen in die Trends gebloppt, ne? Will aber auch das einzige Lied sein. Vorsicht, Baum! Vorsicht! Baum. 257er sind ja bekannt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, die dicken Stämme würde ich tatsächlich lieber verkaufen, als wie verhäckseln. Oder was sagt ihr dazu? Ja klar, können wir machen. Das ist mir gleich. Die dicken Stämme, das sind die hier, ha? Beispiel. Brauchst jetzt 7 Meter quasi? Ja, das mache ich schon. Wie machst du schon? Ja, ich nehme mal den großen mit, was ist, muss ich wieder hier rumfuchteln. Dann bin ich aber gespannt, wie du den hier rauskriegst. Ja auch. Okay, dann gucke ich mir das doch direkt an. Ist ja besser wie mach Kino. ohne Vorschau. Das sieht schon mal sehr gut aus, Werner. Alter, das sind 2 Bäume, ne? Natürlich, deswegen frage ich mich ja, wie du den da rauskriegst. Ja gut, mit Gewalt. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Du musst dich vom Baum leiten lassen. Da wird die Frontladergabel verbogen bis aufs Äußerste. Alter Schwede, ey. Kann ich hier mal... Ah, Moment. Okay, Werner, dann bringe ich dir einfach mal mit und legen dir ab und dann kannst du da ja rummachen, wie du willst. Ja, ich freue mich drauf. Schön.
Wir haben hier einen guten Platz. Das ist nice. Also, hier. Platz ist sensationell. Auf jeden Fall. Wir hatten 7 Meter, ne? 7 Meter, ja. Flutsch da rein. Oh, Deko? Oh, Freezy. Ach so. Müssen wir mal gucken. Es kann natürlich sein, wenn er keine Collie hat, dann ist er Deko. Alter, Alter. Was ist denn los, Werner? Geht oder? Oh, du stehst bei mir am Traktor. Nee. Wo bist du? Ich bin gerade. Du hast mich gerade 4-mal erschlagen. Oh, sorry, du stehst bei mir am Traktor einfach. Jetzt bist du im Traktor. Ja, jetzt bin ich gerade eingestiegen. Läuft. Und komm, mir wird das noch geschnitten. Oh, guck mal, wie schön ich das mache. Also ehrlich jetzt. Na? Jetzt hast du Footing bekommen, ja? Freezy, kann man mal zwei, drei umhauen? Oh, warte mal, da oben. Ich such dir mal ein paar schöne raus, Werner. Ja, richtig die dicken. Ja, ja, die ganz dicken. So. Okay. Dumm, 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 dumm. Hä? Was los? Geht da nicht runter. Der ist ausgefahren, Randy? Ja, aber der geht doch automatisch immer runter, oder nicht? Nein, geht er nicht. Nicht, wenn du mit Steuerung I ablädst. Yeah. Wenn du Tip Anything machst, geht er nicht automatisch runter wieder. Ja, sind ja mal, kann ich es mal sehen. Ey, Manus. Was ist los? Stell dir mal vor, oh, für Sie? Wenn wir unsere Aufnahmen planen und Randy würde einfach sagen, nee, ich kann nicht, ich muss mit meiner Freundin was machen. Das lässt ihn jetzt nicht los, ne? Das lässt ihn nicht los, über den Trödelmarkt laufen oder so. Ich bin einfach im TS abschmieren. Vor allen Dingen über den Trödelmarkt. Ich würde im TS. Weißt du was, aber weißt du mal, wo ich abschmieren würde? Wenn dann so die Vlogs kommen. Und seiner Bude da so ein Bild an der Wand hängen, eine Blume steht, die eine Wand so orange ist, weißt du? Da würde ich abschmieren, Junge, aber volles Rohr. Und Randy so ein Hemd anhat, weißt du? So bis oben hin zugeknöpft. Ja. Und eine Kordose. Entschuldigung. Was ist denn das für eine komische Vorstellung? So richtig biesermäßig, Alter. Ohne Mist. So, nein, ich kann heute Abend leider nicht aufnehmen. Wir sind im Restaurant, an denen es griechisch essen. Sorry, Jungs. Vielleicht nächste Woche wieder. So weit wird's nie kommen. Ich musste 6 Wochen auf dem Tisch warten. Das kann ich nicht verschieben. Ja. Aber du bist auch so ein Kunde, Füße, ey. Gehst mit deiner Dame essen? Nee, ja. Geht auf den Trödelmarkt. 19.30 Uhr oder wann? Und vor 21 Uhr sagst du schon die Aufnahmen wieder zu, ey. Boah, Alter, ja. Naja, gut, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, Tino, ne? Es gibt auch Leute, die geheiratet haben und am Abend Leistung gezielt haben. Oder, ne? Das ist jetzt mal. Das ist gar nicht zu vergleichen. Okay. Außerdem habe ich meinen Soll erfüllt und das war gut. Okay. Also, selten bezahlt, oder was? Ja, sicher. Wow. Ach, nee. Es war ja, man muss ja dazu sagen, es war ja auch, naja, nee, Werner hat schon recht. Stimmt schon. Aber, ja. Scheiße, ey. Das ist auch immer das Totschlagargument meiner Frau mir gegenüber. Es ist zum Kotzen, ey. Ey, ohne Mist, ey. Das ist so behindert. Ah, Mann. Es gibt einfach nichts hinzuzufügen, das ist das Problem. Aber die eigentliche Hochzeit steht ja noch bevor, muss man auch dazu sagen. Ich bin nicht eingeladen. Ja, das kann ich meinen Freunden nicht an. So, auf jeden Fall. Du wirst ja auch kommen mit Clicky oder was? Ich komm nur an, welcher Tag. Ne? Da musst du einen Anzug anziehen, ne? Das ist dir bewusst, oder? Ich will auch kommen. Na, dann zu einer Hochzeit geht man schon adrett gekleidet. Ja, ich habe viele schwarze Hosen. Klamotten. Wow. Mit Logo drauf, oder? Mit Logo. Ich kann so rumdrehen. So, der schwarze Pullover, Secondhand-Vegetarier. Ja. Hi. Hi. Hier bin ich. Kurze Hosen? Ja.
Kommt drauf an, wenn es Sommer ist. Es ist egal, ob Sommer ist. Zu einer Hochzeit trägt man keine kurzen Hosen. Mein Gott, ich habe noch eine schwarze Jeans und eine blaue. Eine blaue. Die schwarze Jeans habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Nö, die trage ich ja bloß im Winter, weil die ist halt ne, gefüttert. Gefüttert? Ja. Ah, ja, muss Kligi erst nochmal mit ihr einkaufen gehen. Ja, ein Anzug, es ist schwarz halt. Schwarz habe ich nur viel. Weil, wie ein Anzug, für meine Maße, was soll denn der kosten? Hä? Naja, komm, ich also keiner, so. Dass du jetzt einen Anzug haben musst von, was weiß ich, Versace, ja, was oder so. Ja, ich weiß auch nicht, kosten nicht. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Nächste Folge. Ja. Nächste Folge. Däumchen da lassen nicht vergessen. Spendenlink der Videobeschreibung für einen Versace-Anzug. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Nee, übermorgen. Tschüss. Tschüss.